Ich heiße Chantal Perrin-Jacquet und heute erzähle ich dir mehr über die Hellsinne und jetzt gerade im Konkreten über das Hellfühlen. Im Video Nummer 13 erkläre ich den Oberbegriff der Hellsinne. Also falls du den Begriff noch nicht verstehst, dann empfehle ich dir, dieses Video zuerst zu schauen. Dann such einfach Hashtag Nummer 13 und da erkläre ich dir den Oberbegriff der Hellsinne. Hellfühlen ist folgendes. Du hast die Möglichkeit, Dinge zu fühlen mit deinem Herzen, könnte man meinen. Wir sagen in der Schweiz auch gerne, ich spüre das, aber auf Hochdeutsch ist spüren was anderes, ne? Wenn wir mit unseren Organen oder mit dem Tastsinn etwas erspüren. Es ist wirklich das Fühlen gemeint. Zum Beispiel, wenn du einen Menschen ansiehst und einfach fühlst, wie er sich fühlt. Ne? Gerade wenn du vorher genau weißt, dir sehr bewusst ist, wie es dir geht. Wenn du zum Beispiel weißt, ich bin ausgeglichen, ich bin zufrieden. Und dann begegnest du jemanden und dann fühlst du eine Trauer zum Beispiel. Oder du fühlst unglaubliche Lebensfreude. Das ist die feinstoffliche Wahrnehmung von Fühlen. Das heißt, deine Hellsinne sind hier aktiv und du fühlst feinstofflich. In diesem Fall, in diesem Beispiel, ist es das sensitive Hellfühlen. Medial wäre, wenn dir etwas von der geistigen Welt gegeben wird, wenn du es hinten fühlst, dein geistiges Team dir hilft, und du dieses Fühlen über die Quelle der geistigen Welt wahrnimmst. Ein Hellfühlen kann auch sein, wenn du einen Raum betrittst. Das kennst du wahrscheinlich, dass du einen Raum betrittst und in einer halben Sekunde genau weißt, was für eine Stimmung hier herrscht. Obwohl du noch keine Gesichter gesehen hast, noch nicht die Unordnung taxiert hast oder die Ordnung, sondern du fühlst die Stimmung einfach. Du weißt jetzt, was da abgeht oder was man gerade gesprochen hat. Das Beispiel aber auch, wenn du den Drang hast, jemanden anzurufen. Du hast vielleicht ein inneres Bild, das wäre dann Hellsichtigkeit, das erkläre ich in einem anderen Video. Das ist ein inneres Bild vielleicht und das Gefühl, du möchtest jetzt mit diesem Menschen reden, ne? Oder du kriegst so einen Impuls von außen und musst an diesen Menschen denken. Und dieser Impuls entfacht in dir ein Gefühl, zum Beispiel diesen Drang, mit diesem Menschen zu reden oder vielleicht auch eine Traurigkeit. Und später weißt du, dieser Mensch war tatsächlich traurig und es war in Bezug zu dir. Das passiert zum Beispiel sehr oft bei Beziehungen, wenn man sich sehr nah ist, in Liebesbeziehungen oder Mutter-Kind-Beziehungen. Es ist einfach alles, was mit deinem Fühlen zu tun hat, mit dem Herzen. Und das ist jetzt ein Hellsinn, den man nicht eins zu eins mit den körperlichen Sinnen vergleichen kann. Aber trotzdem unterschreibt, dass jeder Mensch, selbst jene, die sehr misstrauisch sind, der feinstofflichen Wahrnehmung gegenüber unterschreibt, dass jeder, dass er fühlen kann, dass er fühlt, dass er Stimmungen fühlen kann, Situationen erfüllen kann. Ich weiß noch zum Beispiel, wo ich vor vielen, vielen Jahren, das ist knapp 20 Jahre her, wo ich begonnen habe, bewusst meine medialen Fähigkeiten, also das Kontaktaufnehmen mit der geistigen Welt zu üben, da war ich nicht sattelfest mit der Hellsichtigkeit. Ich hatte ganz große Schwierigkeiten, Bilder zu empfangen. Egal jetzt, ob aktiv oder passiv. Ne? Aber was bei mir sehr, sehr intensiv war, war das Hellfühlen. Also ich habe die Gefühle der entsprechenden Charakteren wahrgenommen, wo sie gestorben sind, wo sie geliebt haben, wo sie, wie auch immer. Und ich konnte das genau schildern, was das für welche Situationen waren. Diese Gefühle, die waren eine Brücke, eine Art Sprache. Sehr, sehr viele Menschen
haben das Hellfühlen ausgeprägt. Wenn du Hellfühlen üben möchtest für deinen Alltag, dann kannst du sehr gut auch mit deinen Erinnerungen arbeiten. Du kannst dir überlegen, zum Beispiel, wie es war, wo du mal Liebeskummer gehabt hast oder überschwängliche Glücksgefühle genossen hast, wie sich dieses Gefühl bei dir gezeigt hat. Ne? Vor allem auch körperlich kann man es wahrnehmen. So mit einem Art Bodycheck kannst du schauen, wo nehme ich die verschiedenen Hellgefühle wahr. Wo zeigt sich bei mir das Glücksgefühl? Wie zeigt es sich? Wie zeigt sich bei mir Trauer? Wie zeigt sich bei mir Wut etc.? Und zwar nicht, wenn ich es habe, wenn ich diese Gefühle austrage, sondern wenn ich sie bei anderen Menschen wahrnehme. Es geht hier um die feinstoffliche Fremdwahrnehmung. Das kann man dann auch bei seinem eigenen Körper lokalisieren, weil der Körper ist einfach eine Art Barometer, auch für die feinstofflichen Energien. Beim Hellfühlen unterscheidet man auch von aktivem und passivem Hellfühlen. Also für dich ist auch wichtig, dass du weißt, aktiv ist, wenn du es konkret, gerade jetzt in Kombination mit dem Bodycheck, wahrnimmst bei dir, und passiv ist eher eine Art Idee davon. So ähnlich wie die Erinnerung. Wenn du mit Erinnerungen übst, kommt dir eine Idee von einem Gefühl ähnlich vor. Und wenn ich dir jetzt sage, erinnerst du dich oder weißt du, wie sich Liebeskummer anfühlt, dann wirst du eine Idee davon kriegen, schon alleine, weil du es schon mal erlebt hast. Und das ist passiv hell fühlen. Aktiv ist, wenn es jetzt wirklich vor dir passiert, dieses Gefühl. Ne? Wenn du jemandem gegenüber sitzt und obwohl der seine Mimik nicht verändert, obwohl er keine Worte darüber verliert, du einfach fühlst, wie es ihm geht, was in ihm abgeht. Es gibt auch Menschen, die fühlen die Gedanken anderer Menschen. Wobei ich hier das wirklich auch ganz klar unterscheide, mit meinen Kundinnen genau da ansetze. Meistens hat man auch innere Bilder. Also die Gedankenübertragung, die sogenannte Telepathie, die findet in der Kombination von einem Bild und Gefühlen statt. Ne? Und du siehst hier, das Hellfühlen ist natürlich ganz wichtig, ein wichtiger Bestandteil. Ja, das war's schon wieder für dieses Kurzvideo. Um Hellfühlen ist es gegangen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte ich dich, es zu liken, es auch zu kommentieren oder es gar zu teilen. Du hilfst mir, meine Botschaft besser zu verbreiten. Und wenn du keines meiner Videos verpassen möchtest, dann abonniere doch bitte einfach meinen Kanal, dann wirst du zeitnah über neue Uploads informiert. Ich danke dir, bist du hier in meiner Energie und wünsche dir alles Gute.